Wozu brauchst du Alleinstellungsmerkmale? Das wird heute das Thema sein dieses Videos. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Wir begleiten Unternehmen nicht nur bei der Gründung, sondern natürlich auch in der Positionierungs- und in der Wachstumsphase bis hin zur Betriebsübergabe. Und die Frage, die sich dir stellt, die Frage, die sich aber auch mir stellt als Unternehmer ist, bin ich richtig positioniert? Habe ich genügend Alleinstellungs- und Abgrenzungsmerkmale? Die Frage ist nur, was genau ist das? Wenn du nun an den Markt herantrittst und deine Boutique, dein Ladengeschäft, deine Gastronomie oder dein Online-Shop, was auch immer, an den Markt heranstellst und öffnest und du siehst aus wie alle anderen Mitbewerber, die sind jetzt hier drei Laubbäume und du stellst dein Unternehmen daneben, das sieht genauso aus wie alle anderen. Ist das spannend? Was denkt deiner Meinung nach der Kunde, wenn er nun in den Marktplatz betritt und du siehst aus wie alle anderen? Nun, das ist nicht besonders spannend, das ist nicht besonders, das ist nicht anders. Im schlimmsten Fall ist es langweilig. Im schlimmsten Fall bist du der Neue, der wenig symbolisches Kapital, wenig Referenzen hat und deshalb in den Nachrang tritt, deshalb weniger Verkäufe, Umsätze und Aufträge bekommt. Die Entscheidung liegt also bei dir, dein Baum, dein Unternehmen, den Auftritt deines Unternehmens an dem Markt so zu platzieren, dass du anders bist, dass du dein Bäumchen auf dem Kopf steht, dass dein Bäumchen eine andere Form, eine andere Farbe hat, dass du zunächst mal anders bist, schließlich besonders bist und ganz zum Schluss dann auch spannend bist. Das ist die Aufgabe einer strategischen Erfolgspositionierung. Das ist die Aufgabe, Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren, zu bilden und dann auch zu kommunizieren und Reichweite zu erzeugen. Was sind nun die Zutaten dafür? Es gibt insgesamt vier große Zutaten, die du brauchst für deine Alleinstellungsmerkmale, die praktisch dann in ein Gericht verwandelt werden, was dann in den Markt präsentiert wird, dein Marktauftritt. Und diese vier Zutaten sind folgende. Die erste Zutat ist, dass du die Leidensdruckthemen oder die Leidenschaftsthemen deiner Kunden kennst. Das heißt, dass sie nicht nur irgendein Problem haben, das sie lösen wollen, sondern dass sie auch handlungsbereit sind, dass sie das erkannt haben, dass sie dieses Problem haben und lösen wollen und dass sie auch noch bereit sind, ihr Geldbeutel, ihr PayPal-Konto zu öffnen, um dich zu bezahlen. Und Menschen mit Leidensdruckthemen, nun, die bezahlen in der Regel jeden Preis. Die zweite Zutat, und das hast du vielleicht auch schon gehört, als du deinen Businessplan geschrieben hast, ist deine Zielgruppe. Aber hier geht es nicht nur darum, dass du Märkte ausschließt und viele Kunden verlierst, wenn du dich auf einen positionierst. Nein, es geht darum, dass du deinen Marktauftritt, deine Köder, deine gesamte äußere Erscheinung, deine Ansprache, deine Bilder, deine Fotos, dein Logo, die Domain, den Firmennamen und schließlich auch dein Claim, dein Motto und dein Logo danach ausrichtest, wer dein Kunde ist, dass der sich angezogen fühlt. Denn wenn du ein Friseur bist und du willst dich auf junge Menschen spezialisieren, dann sieht dein Schaufenster wahrscheinlich anders aus, als wenn du dich auf Senioren konzentrierst. Du wirst wahrscheinlich einen anderen Namen haben, andere Beleuchtung, andere Betriebs- und Geschäftsausstattung, als wenn du Senioren behandelst. Deshalb ist es hier wichtig, dass du deine Persona kennst, dein Kundenavatar bildest, das Sinusmilieu identifiziert hast. Wo sind diese Menschen? Sind die reaktiv, proaktiv? Und hier ist dann das Ziel erreicht, wenn du weißt, Mann oder Frau, wie alt, wie viel Geld, wo die wohnen, was die lesen, welche politische Richtung, welche sportlichen Interesse, welche sozialen Gemeinschaften sie angehörig sind. Das ist die zweite Zutat. Die dritte Zutat ist deine Methodenkompetenz. Also wenn ein Kunde zu dir kommt mit einem Problem X, wie machst du die Lösung Y? Und unterscheidet sich deine Methode von deinem Mitbewerber? Beispielsweise kann ein Zahnarzt immer noch mit einem Bohrer das Loch vergrößern und Amalgam versenken. Er kann aber auch Keramik oder Plastik oder andere Werkstoffe nehmen. Und vielleicht arbeitet er nicht mit dem Bohrer, sondern mit dem Laser. All diese Methodenunterschiede sprechen sich natürlich rum. Die bewirken dann deine Abgrenzungs- und Alleinstellungsmerkmale. Hier ist die Frage, hast du etwas Innovatives, etwas Neues entwickelt, was kein anderer hat? Oder kombinierst du bestimmte Methoden, die deine Mitbewerber haben, zu einer neuen, übergeordneten Metamethode? Also die dritte Zutat, das sind deine Methoden. Die vierte Methode, das sind nun deine Kernkompetenzen. Das heißt, was hast du in deiner Vergangenheit schon erlernt, für Fähigkeiten erworben, Abschlüsse, Zertifikate, Qualifikationen und welche Branchenerfahrungen hast du gemacht? Und wie groß ist dein symbolisches Kapital, also die Summe der Referenzen und der Zeugen von dir, die das auch bestätigen? Das heißt, der vierte Punkt, der ist sehr individuell und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass keiner deiner Mitbewerber dieses Potenzial deiner Kernkompetenzen, deiner Erfahrung hat.
Und hier gilt es, das geschickt noch einfließen zu lassen, so ähnlich wie die Kommunikationstrainerin, die als einzige hier bei uns in der Region auch ein Gestüt hatte, wo dann die Manager im Kommunikationstraining gleich auf die Koppel gestellt wurden, um dann mit den Tieren über nonverbale Kommunikation zu interagieren. Diese Alleinstellungsmerkmale aus deiner Vergangenheit mit deiner Geschäftsidee bieten hervorragende Möglichkeiten, als vierte Zutat dann auch deine Alleinstellungsmerkmale, deine USPs auch zu bilden. Was ist nun das Ziel hier dieser Maßnahme, wenn du an den Markt herantrittst, gründest oder vielleicht selbstständig bist und dir verstärkt hierüber Gedanken machst? Nun, das wird zunächst einmal dich höchstens in Stress bringen, wenn du sagst, du möchtest Marktführer werden, Nummer 1 oder Nummer 2. Das dauert ein paar Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre, bis du diese Position dir erkämpft hast. Deshalb, das erste Ziel ist es, dass du guckst, wo sind deine Mehrheit deiner Mitbewerber aufgestellt, wo stehen die? Und dann kann man sich als Marktziel setzen, dass du eine eigene Positionierung aufbaust, die zu 30% größer ist als 90% deiner Mitbewerber. Das bedeutet also, das erste Ziel ist nicht, die Nummer 1 zu werden. Das erste Ziel ist, dass du deine Mitbewerber mehrheitlich kennst und dass du dich zu 30% abhebst, verstärkt aufgestellt, besser aufgestellt hast als 90% deiner Mitbewerber. Und das kannst du in 3 Jahren relativ leicht erreichen, wenn du ein gutes Marketing-Team um dich herum hast, wenn du eine strategische Erfolgspositionierung aufgebaut hast und das systematisch umsetzt. Vieles wirst du alleine schaffen, aber einiges, wie das Programmieren vielleicht, die Fotos, den Content, die Videos vielleicht nicht. Deshalb lade ich dich ein, gerne einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn unser Institut, das begleitet nicht nur Gründer oder Unternehmer im Wachstum bei Finanzierungs- oder Betriebsübergabefragen, sondern wir helfen mit unseren Marketing-Experten, ja auch diese strategische Erfolgspositionierung aufzubauen, diese Alleinstellungs-, diese Abgrenzungsmerkmale zu identifizieren, darzustellen und dann auch zu kommunizieren. Wir glauben, dass das einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist und die Erfahrungen zeigen, dass auch die Banken deine Finanzpläne danach hinterfragen, inwieweit du dich mit Abgrenzungs- und Alleinstellungsmerkmalen unterscheidest, weshalb die Kunden zu dir kommen sollten und wie du abbilden kannst, dass die Umsatzzahlen, die du in den ersten 3 Jahren und darüber hinaus dann postulierst, dass die auch eintreffen werden. Denn nur ein gutes Marketingkonzept mit Marketingbudget, das wird dann auch schließlich dafür sorgen, dass die Kunden wissen, dass es dich gibt. Und dass sie dann bereit sind, auch zu dir zu kommen und sich von den Mitbewerbern zu lösen und dann bei dir auch nachhaltig Kunde werden, am besten ein lebenslanger Stammkunde. Lade nun gerne unseren Gutschein runter für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne abonniere unseren Kanal und empfehle uns weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.